Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 14. Januar bis zum 20. Januar 2019, und damit wünsche ich euch auch ein frohes neues Jahr 2019. Es kam ja bisher noch kein Video. Und somit fangen wir an. Nach einem sehr verregneten und stürmischen Sonntag wird es am Montag noch etwas ungemütlicher. Schon in der Nacht zum Montag schneit es von Nordrhein-Westfalen bis Sachsen 1 bis 5 cm. Auch in Bayern und Baden-Württemberg sinkt die Schneefallgrenze auf 500 bis 800 Meter. In Mitteldeutschland bis auf 200. Im Tagesverlauf schneit oder schneeschauert es bundesweit. Ausnahmen ist der Oberrhein. Hier werden plus 4 bis plus 7 Grad erreicht. Im Thüringer Wald und im Erzgebirge klettert das Thermometer nicht über 0 Grad. Dort ist Dauerfrost. Und dort werden auch 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet. Entschuldigt ein bisschen, dass ich immer mal huste und mich ein bisschen verspreche. Ich bin noch nicht hundertprozentig gesund. Deswegen kamen auch die letzten Wochen keine Videos. So war ich stehen geblieben. Auch in der Lausitz kann man sich über 5 cm Neuschnee freuen. In den Alpen sind heute, also am heutigen Sonntag, drei Skifahrer von einer Lawine erfasst worden und gestorben. Diese sind in Tiefschnee gefahren im abgesperrten Be Gebiet und wurden dort erfasst von einer Lawine und sind dort gestorben. Rettungskräfte sind erst viel zu spät eingetroffen. Seit Anfang letzter Woche schneit es in den Alpen ergiebig. Teils sind bis zu 2 Meter Schnee gefallen. Und in den nächsten Tagen ist kein Ende in Sicht. Im Laufe des Tages nehmen die Schneeschauer aus Westen her ab. Es weht ein mäßiger, in den Bergen stark bis böiger Wind aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen. Schon in der Nacht zum Dienstag wird von der Nordsee her aus dem leichten Schneefällen wieder Regen oder Nieselregen. Dieser breitet sich im Tagesverlauf von der Ems bis nach Tschechien aus. Oberhalb von 800 Metern schneit es dabei, werden 2 bis 4 Grad erreicht. Im Emsland und am Oberrhein steigt das Thermometer auf 6 bis 8 Grad plus. Dort wird es wirklich sein. Bis zu 5 Sonnenstunden sind zu erwarten. Am Mittwoch bleibt es im Nordwesten eher verregnet, im Süden und Osten hingegen kommt bei 1 bis 5 Grad die Sonne öfters zum Vorschein. Am Abend erreicht uns ein Tiefausläufer, der über den Benelux-Staaten zu uns ins Land zieht. Bis Donnerstagvormittag hatte die Regenfront den Süden des Landes erreicht. Am Alpenrand und in den höher gelegenen Regionen über 600 Meter fällt der Regen als Schnee. An der Nordsee sind örtlich Gewitter zu beobachten, die sind aber teils 10 bis 20 Kilometer von der Küste entfernt. Die Aussichten. Am Donnerstag ist in der Mitte und im Nordosten sonnig bis wolkig, sonst eher bedeckt. Im Westen ist Schneefall und einige Regenschauer möglich. Im Alpenvorland bis nach Tirol sorry, bei über 600 Meter vereinzelte Schneeschauer mit dabei. Später, also am Donnerstagnachmittag, sind auch dann im Flachland Deutschlands vereinzelt Schneeschauer, Graupel und Regenschauer möglich.
bei 6 bis 1 Grad. In der Nacht 2 bis minus 4. Von Freitag bis Sonntag ist es überwiegend wolkig bis bedeckt. Im Norden sind am Freitag vereinzelt Schauer dabei, sonst ist es recht trocken. Am Wochenende schneit es größtenteils von Westen bis nach Polen. Im Nordwesten und im Rheinland regnet es eher. Am Sonntag wird es im Nordwesten, später auch im Südwesten heiter. Sonst schneeschauert es bundesweit. Teils sind 1 bis 5 cm Neuschnee möglich. In den Bergen bzw. in Staugebieten können über 10 cm erreicht werden. Das war das Wetterupdate der dritten Kalenderwoche vom 14. Januar bis zum 20. Januar 2019. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Cedric. Tschüss. Achso, hatte ich fast vergessen. Noch ein paar Eindrücke von den kurzen Schneeperiode von letzter Woche noch mit einzufügen. Bei mir hat es ja geschneit vom Mittwoch bis zum Freitag, dann ging das abends in Schnee, in Regen über. Und da habe ich ein paar Bildchen für euch. Einmal dieses hier. Genau, jetzt wird es angezeigt. Genau, das war's schon. Sind nur ein paar Bildchen, aber man kann schon sehen, dass das ordentlich bei uns geschneit hat. Natürlich ist teils woanders viel, viel mehr Schnee runtergefallen. Ich bin jetzt so auf 200, 300 Meter über normal Null. Und im Erzgebirge beispielsweise sind 70 bis 120 Zentimeter gefallen. Auf dem Fichtelberg natürlich noch ein bisschen mehr. Und jo, das Bild übrigens vom Thumbnail, das ist auch aus der kleinen Kollektion von mir. Ich wünsche, wie gesagt, noch ein frohes neues Jahr und einen guten Start in die neue Woche. Euer Cedric. Tschüss.